Guten Tag, liebe Volleyballfreunde. Wir sind zurück mit einem Volley Star Talk von Buildaway Sport Solutions und heute gehen wir in den hohen Norden. Wir begrüßen bei uns die Außenangreiferin Julie Lengwiler. Guten Abend, Julie. Guten Abend. Ja, in den hohen Norden habe ich gesagt, du spielst in Finnland bei Polki Kusamo. Mhm. Wie ist das so? Ziemlich anders als die Schweiz, nehme ich an. Ja, genau. Also nur schon die Umgebung ist anders gewöhnungsbedürftig, denke ich. Es sind halt keine Berge in der Nähe, also man sieht sehr weit. Und ich denke, aus der Schweiz bin ich was eher weniger gewöhnt. Es hat sehr viele Wälder und Seen, das, was man eigentlich kennt von Finnland. Das finde ich auch sehr schön. Also ich mag die Umgebung. Ansonsten würde ich aber sagen, dass ich weder die Schilder noch irgendwelche Plakate verstehe, ist es relativ ähnlich wie die Schweiz. Es ist organisatorisch, was auch immer, es ist sehr vergleichbar. Ja. Du bist natürlich nicht für Ferien nach Finnland gegangen, sondern du hast einen recht spektakulären Sprung gemacht, würde ich sagen. Du bist eine der wenigen Schweizerinnen, die im Ausland spielt. Jetzt für ausländische Ligen denkt man vielleicht zuerst an Bundesliga und vielleicht noch an die französische Liga. Italien ist vielleicht noch so eine Destination, aber Finnland steht wahrscheinlich bei den meisten nicht ganz oben. Kannst du uns etwas erklären, wie es dazu kam, dass du nach Finnland bist und wie das auch zustande gekommen ist? Also ich habe mir den Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen, aber ich wusste, dass ich von meinem Niveau her und auch wie ich mich fühle als Persönlichkeit auf und neben dem Feld, dachte ich nicht, dass ich bereit war für einen großen Schritt in sportlicher, ja, wie soll ich sagen, es, nicht, dass ich nicht bereit war für einen großen sportlichen Schritt, aber ich wusste, die Liga, in der Schweizer Liga, das ist für mich, das ist nicht ein Niveau, welchem ich überwachsen bin oder ja, das mich nicht erfordert. Und daher war ich nicht ganz sicher, ob ich in die Bundesliga gehen möchte, weil es halt schon sportlich etwas besser ist als die Schweizer Liga. Und ich war einfach unsicher und ich habe viel Gespräche auch geführt mit Maja Stork. Und es war sie, die mir gesagt hat, geh doch auf Finnland, weil die Liga wirklich vergleichbar ist mit der Schweizer Liga. Es hat sehr viele junge Ausländerinnen, also für Amerikanerinnen als auch für aus dem Osten ist es oftmals eine erste Station, die sie wählen, einfach weil das Land relativ angenehm ist, um zu spielen, eben wie die Schweiz auch. Also es läuft halt alles relativ gut, man kümmert sich um einen, es ist einfach ein gutes Gefühl. Und daher dachte ich auch, okay, das kann ich mir eigentlich gut vorstellen, weil das eben dann mit Leuten sind, die aus dem gleichen Umfeld kommen wie ich oder mit den gleichen Gedanken auch kommen, mit okay, ich möchte mein erstes Auslandjahr machen, mal Fuß fassen im Ausland, mal weg von zu Hause. Andere Sprache, alles neu. Natürlich auch die Frage sportlich. Du hast gesagt, vergleichbar mit der Schweizer Liga vom Niveau her. Hat sich dennoch etwas geändert für dich? Also ist die Spielweise doch etwas anders und wenn ja, inwiefern? Ja, es sind etwas mehr Ausländerinnen im Team, was ich eine spannende Dynamik finde, weil ich habe das Gefühl, dass die Einstellung von allen ist relativ hoch. Es sind in meinem Team jetzt sind es Ausländerinnen, die zurückgekommen sind. Sie waren hier bereits und haben sich dazu entschieden, nochmal für Kusamo zu spielen oder zurückzukommen nach Kusamo nach einem Jahr in zum Beispiel Deutschland oder was auch immer. Und das war auch sehr spannend für mich, um zu sehen, okay, der Club, der kümmert sich gut um die Ausländerinnen oder ja, man wird umsorgt. Das ist ein gutes Zeichen. Ansonsten spielweise technisch würde ich sagen, es ist relativ vergleichbar. Ich denke, was sicher ein Unterschied ist, sind die Anfahrtszeiten zu den Auswärtsspielen. Oh, ja. Finnland ist ein bisschen größer als die Schweiz. Ja, definitiv. Das ist wirklich, das muss ich lernen. Also wir haben ein Trainingsspiel gespielt gegen unseren nächsten Gegner, also der distanzmäßig am nächsten von uns entfernt liegt. Und das sind 3 Stunden. Und für mich ist 3 Stunden, das war das weiteste Spiel, das ich hatte mit Neuchâtel. Das war, wenn wir nach Schaffhausen gingen oder vielleicht Hockenburg war vielleicht 3,5 Stunden. Aber das war wirklich die weiteste Distanz. Und darum kam ich vorbereitet mit irgendwelchen Snacks und was auch immer, weil ich hatte das Gefühl, ja gut, jetzt bin ich 3 Stunden lang im Bus, also ich muss, das ist lang. Und alle schauten mich an und waren so, ja, aber es sind 3 Stunden, das ist so schnell vorbei. Also du brauchst wirklich keine Decke, nicht zum Schlafen, das ist ja so schnell vorbei. Also ihre Einstellung zu den Distanzen ist auch ganz anders. Und ja, wir sind halt wirklich im Norden lokalisiert, das heißt,
und die meisten Teams und die meisten Städte sind einfach im Süden. Und wir haben, wenn wir ein Auswärtsspiel haben, sind es immer zwischen 7 bis 12 Stunden Anfahrtszeit. Das heißt wirklich, wir sind den ganzen Tag im Bus, haben dann nach 5 Stunden, 6 Stunden ein Training auf dem Weg, das ist auch ja, gewöhnungsbedürftig, sehr komisch, nach so langer Zeit dann schnell zu trainieren und wieder weiterzufahren. Aber tut auch gut, einfach etwas die Beine zu bewegen und Kopf frei zu kriegen. Ja, und dann übernachten wir meistens im Süden irgendwo, wo wir halt gerade sind und haben am nächsten Tag nochmal ein Spiel in der Nähe, sodass wir nicht diesen ganzen Trip jede Woche machen müssen, sondern nur jede zweite Woche, dass wir so etwas Reisezeit sparen eigentlich. Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Thematik auch mit der Herausforderung Ausland, denn du bist ja nach Finnland gegangen, nicht als Unbekannte. Du hast bei Volero Erfolg gehabt, Titel gewonnen, mit Nyk letztes Jahr Meister geworden. Das ist ja für eine Spielerin wie du, die noch sehr jung ist, eigentlich schon ein Riesenpalmarès. Was dürfen wir von dir dann noch erwarten? Also danke vielmals. Also ich möchte wieder Titel gewinnen. Ich bin nach Finnland gekommen, um mit meinem Team wieder einen Titel anzustreben. Das ist, denke ich, einfach meine Einstellung. Also also unabhängig davon, ob das jetzt realistisch sei für das Team oder nicht, ich denke, ich will immer gewinnen und ich will immer Maximum, ich will immer Gold. Ich denke, das ist natürlich. Und ja, aber ich habe ein Team gewählt, das eigentlich auch dieses Ziel anstrebte und das auch ganz klar formuliert hat, dass das dieses Jahr unser Ziel ist. Aber der Erfolg bei dir kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich meine, die Zeit bei Volero, als du als sehr junge Spielerin dich ja auch mit Größen messen musstest, das war einerseits wahrscheinlich sehr viel Druck, weil man sich beweisen musste, andererseits ja immer auch eine große Chance, von den ganz Großen zu lernen. Was würdest du einer jungen Spielerin jetzt sagen oder mitgeben, die dich gesehen hat spielen und jetzt sagt, jetzt, ich will das gleiche machen wie Julie? Das ist ein schöner Gedanke. Ich hoffe natürlich, dass sich junge Spielerinnen vielleicht in mir etwas Vorbild auch sehen oder eben auch vielleicht einen anderen Weg sehen, in Ausland zu gehen. Eben, ich habe mich gegen den Weg entschieden, wie Maya und Laura, die als erstes Auslandjahr Deutschland gewählt haben. Bin eine Liga, die vergleichbar ist mit der Schweiz. Aber ich denke, und das möchte ich eigentlich gerne jungen Spielern mitgeben, wenn der Traum Ausland ist oder nur schon, wenn man sagt, hey, ich möchte mit dem Volleyball etwas sehen oder mich selber entwickeln. Ich meine, ein Auslandjahr ist ja nur schon qua Persönlichkeitsentwicklung. Das merke ich jetzt schon, dass du veränderst dich. Es ist einfach eine andere Challenge, als zu Hause zu wohnen. Dann wag es. Also ich denke, ich mag Leute, die groß träumen, weil ich finde, nur so kannst du auch große Ziele erreichen und der Traum muss erst da sein. Und ich würde darum sagen, scheue nicht von Träumen. Also ja, getraue dich, groß zu träumen und wage es. Wir kommen vielleicht jetzt noch auf ein paar Gedanken zu, wie du Finnland auch ein bisschen erlebst. Du hast vorhin gesagt, Straßenschilder lesen ist noch nicht so deine Stärke. Aber hast du schon ein paar finnische Worte gelernt? Ja, also ich habe festgebüffelt, als ich noch zu Hause war mit Duolingo, weil ich einfach unbedingt wollte, dass ich zumindest bitte, danke, guten Morgen und so, solches, ja, einfache Wörter sagen kann, weil ich einfach weiß, dass es überall geschätzt wird. Das ist in der Schweiz ja genau das Gleiche, wenn jemand kommt und nur schon sagen kann, guten Morgen, dann das macht das etwas, das ist einfach schön. Das habe ich sicher gemacht und jetzt muss ich sagen, ich habe wieder, also ich studiere nebendran und seit dem Studium ist es recht schwierig, auch noch regelmäßig Finnisch zu lernen. Wir sehen, du kommst dann nicht nur mit sportlichem Erfolg zurück, sondern auch mit einer zusätzlichen Sprache und wie du jetzt gesagt hast, mit möglicherweise einem akademischen Titel. Die Frage natürlich, was studierst du? Ich studiere Psychologie an der Fernuni in der Schweiz. Ich bin momentan im 4. Semester, ja. Natürlich wirst du wahrscheinlich etwas vermissen an deiner Heimat, jetzt wo du ein bisschen weg bist, jetzt abgesehen von der Sonne. was ist das? Es war nicht aufgefallen, aber ich vermisse es, Deutsch zu sprechen, also meine Sprache zu sprechen. Ich wohne mit 3 Amerikanerinnen, also ich spreche wirklich nur Englisch.
Mein Freund ist Kanadier, ich spreche mit ihm nur Englisch. Das heißt, ja, ich spreche pro Tag echt nicht viel Deutsch, außer ich telefoniere gerade mit meiner Mutter oder mit meinen Freunden. Und die sind auch alle, also mein Freundeskreis, sind viel Volleyballer oder sonst Sportler. Also der Tagesrhythmus ist auch relativ durchgepackt. Also es kommt nicht sehr häufig vor oder sicher nicht täglich. Und meine Eltern waren hier letzte Woche und da habe ich erst gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Also ja, viele würden es über mich sagen, dass ich sehr viel rede und gern rede, aber ich habe das Gefühl, in Englisch spreche ich schon etwas weniger, also immer noch genug, aber nicht ganz so viel, wenn ich Deutsch spreche. Und auf einmal, als meine Eltern da waren, dann natürlich auch wortlich ihnen alles zeigen, aber weil ich endlich wieder Deutsch sprechen konnte, das hörte nicht mehr auf. Also ich habe ja 48 Stunden lang, meines Meiner nach, alles aufgezählt. Ja. Du bist ja jung sehr erfolgreich im Volleyball, aber gab es davor noch eine Zeit, wo du nicht Volleyball gespielt hast? Hast du andere Sportarten ausprobiert? Sehr kurz eigentlich nur. Meine Mutter hat selber Volleyball gespielt und ist Trainerin und war meine Eistrainerin. Und dementsprechend war Volleyball, würde ich sagen, schon sehr präsent in meiner Erziehung oder wie ich aufgewachsen bin. Also es war ja immer da. Aber ich habe geschwommen und habe es sehr, sehr gerne gemacht. Also habe wirklich auch ja, also viel trainiert, das täglich. Und ich war noch sehr jung. Also es war, als ich 8 bis 10 etwa, war ich echt in so einem Leistungsteam oder was auch immer, wo wir täglich Training hatten. Noch eine Frage. Du bist sehr oft vor der Kamera, auch in der Schweiz. Du bist gefragter Interviewpartner. Das kann man ohne Mühe sagen. Du strahlst auch eine sehr große Selbstsicherheit aus. Ist das ein Naturtalent oder hast du das geübt? Oh wow, danke für das Kompliment. Also ich habe das Gefühl, ich habe auch viele schlechte Interviews gemacht. Ich mag mich erinnern, als allererstes. Ja, das erste große vielleicht war vor Montreux, da war ich 16 und da habe ich ein Interview geführt war von Montreux Volley Masters organisationmäßig her. Und ich war super aufgeregt, habe mich so gefreut. Aber ich habe im Interview etwa, ich weiß nicht wie viel Mal, aber in beinahe jedem Satz mega gesagt. Und das war so präsent, dass dann in der Nationalmannschaft haben wir uns Meganer genannt. Und das ist jetzt noch, also das nennen wir uns jetzt noch. Also der Gruppenchat, der heißt Meganer. Und das war eigentlich wegen dem Interview, weil ich nicht aufgehört habe, mega zu sagen. Also ich habe mich immer mega gefreut und es war mega spannend, das war mega aufregend. Und also ich denke, ich habe schon auch schlechte Interviews gegeben. Ich habe nicht Mühe, um über mich selber zu lachen. Das hilft vielleicht etwas, dass ich mich nicht direkt angegriffen fühle, wenn eben Veganer dann das unsere, also auch immer, wie wir uns nennen, das war für mich dann, ich war auch stolz darauf, dass das in dem Sinn, dass das, ja, dass wir das so übernommen haben. Das war für mich gar kein Problem. Wir kommen noch zu ein paar Fragen, die ja, sag mal, auf deine Persönlichkeit zielen, wenn wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen. Wenn wir heute Abend ins Kino gehen würden, für welchen Film würden wir ein Ticket kaufen? Ich habe gar keine Ahnung, was momentan im Kino läuft. Also ich weiß momentan, der Bond-Film läuft. Meine Eltern haben geschaut in Finnland. Als in Helsinki waren, gingen sie ins Kino. Und sie haben gesagt, es war wirklich gut. Also vielleicht würde ich es machen. Aber ich muss sagen, ich habe sehr unregelmäßig die Bond-Filme geschaut. Also ich würde es nicht machen aus Fanwissen, aber nur weil ich jetzt eben wusste, dass der Film relativ gut war. Ja, ansonsten würde ich sagen, bin ich kein großer Fan von zu viel Brutalität oder ja, so Kriegsfilme. Ich finde es spannend, aber ich darf nicht alleine schauen, sonst schlafe ich nicht gut. Dann kommen wir noch zu einem schönen Abschluss dieser Runde. Was war das schönste Kompliment, das man dir je gemacht hat? Das ist eine schöne Frage. Ich habe gerade letztens bei einer Mitbewohnerin zu mir gesagt, dass sie es schätzt, dass ich gerne Komplimente gebe oder dass ich sehr positiv bin in dem Sinn. Also ich finde, wir geben relativ wenig Komplimente, also im Allgemeinen, ich denke, ja. Und ich habe mir vorgenommen oder auch, ich probiere einfach, wenn mir das auffällt, was ich schön finde, sei es ein schönes Lachen, coole Jeans, was auch immer, dann sage ich es gerne, weil ich das Gefühl habe, es kann jemand ja, eine positive Tat sein für den Tag. Und ja, und das war sehr schön, dass ich das als Feedback auch so bekommen habe. Das hat mich sehr gefreut. Ja, wir kommen langsam Richtung Ende. Zu unserer berühmten Gefragt-Gejagt-Runde, wie sie neu heißt.
stelle dir jetzt einfach zwei Begriffe gegenüber und du entscheidest dich möglichst schnell für einen von beiden. Ja, extrovertiert oder introvertiert? Extrovertiert. Fondue oder Raclette? Raclette. Dubai oder New York? New York. Singen oder tanzen? Singen. Sommer oder Winter? Winter. Berge oder Meer? Berge. Im Auto, Fahrerin oder Passagier? Passagier. Spa oder Fitness? Spa. Sandalen oder High Heels? Sandale. Herz- oder Kopfmensch? Oh. Ich glaube, wenn es darauf ankommt, Herz. Und zum Schluss Skifahren oder Snowboarden? Skifahren. Und dann natürlich die ganz entscheidende Frage, Julie Lengwiler. Wo siehst du dich und dein Team Ende Saison? Auf dem Podest, zuoberst. Mit Gold. Nochmals eine ganz klare Ansage. Julie, ganz herzlichen Dank. Wir haben eine sehr vielschichtige Persönlichkeit kennengelernt heute Abend, wer es dich nicht schon gekannt hat. Ich danke dir für das spannende Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner ersten Saison im Ausland mit deinem Team. Ich wünsche dir einen schönen Winter, verletzungsfreie Zeit und wer weiß, vielleicht begegnet man sich irgendwo wieder auf dem Volleyballfeld. Perfekt, danke dir. Danke dir für die Zeit, wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Danke dir auch. Tschüss. Ciao.